Und zwar ist das der Hans-Josef Dederichs, der uns ein bisschen was über sich und seine Sache erzählt, was er schon alles so gemacht hat und was er gerade im Moment noch so alles vorhat. Da ist er. Ich gebe das Mikro dann mal eben weiter. Ja, danke schön. Ich kann meinen Hut nicht vor euch ziehen, aber ich ziehe meine Mütze. Ja, man hat mich gebeten, hier mal ein paar Worte zu sagen. Mein Name ist Hans-Josef Dederichs. Ich war mehr als 2 Jahrzehnte Vorsitzender der Bürgerinitiative Stopp Rhein-Braun. Von Mitte der 90er Jahre bis vor ungefähr 3-4 Jahren. Und ja, ich rede jetzt lauter. Also als Bürgerinitiative haben wir auch schon vor der sich jetzt abzeichnenden Klimakrise auf vielen Wegen sachlich versucht, den Tagebau Garzweiler 2 zu verhindern. In zahllosen Diskussionen haben wir in vielen Jahren darauf hingewiesen, dass das passiert, was jetzt tatsächlich passiert. Es war so absehbar, dass der Tagebau Garzweiler 2 früher überflüssig wird als 2045. Es war berechenbar, dass mit Garzweiler 2 ein Projekt durchgepeitscht wird, welches von den falschen Voraussetzungen in der Entwicklung des Energieverbrauchs ausging. Es war vorhersehbar, dass der Wasserverbrauch für dieses Projekt zu Problemen im Grundwasserspiegel und zu Problemen in der Wasserversorgung der Bevölkerung führen könnte. Es wurde darauf hingewiesen, dass durch diese riesige Grube radioaktive Partikel freigesetzt werden, welche die Gesundheit der Bevölkerung in einem größeren Umkreis bedroht. Es wurde dargelegt, dass der Ausstoß der CO2-Mengen, die das Verbrennen der aus diesem Tagebau stammenden Braunkohle freisetzt, das Klima nachträglich schädlich beeinflusst. All das wurde von uns nicht nur behauptet. Unsere Argumente wurden untermauert durch Untersuchungen und Aussagen von immer mehr und immer prominenteren Wissenschaftlern und Forschern. Die zuständigen Behörden haben uns und unseren Argumenten auf Betreiben der Politik jahrzehntelang nicht wirklich zugehört. Oder die Verbindungen zwischen Unternehmen und Politik waren zu eng, wie man aus den Lebensläufen einzelner Personen entnehmen könnte. Dass alle Argumente einfach missachtet und letztlich von der Politik für dumm und nicht zutreffend erklärt wurden, hat mich sehr geärgert und für viele schlaflose Nächte gesorgt. Meine Freunde und ich, wir konnten einfach nicht begreifen, wie Politik und ein Wirtschaftsunternehmen Arm in Arm so ignorant und so arrogant gegenüber Bürgern und Wissenschaftlern sein konnte. Moment. Ja, danke. Und die falsche Betroffenheit in den Sonntagsreden vieler Politiker, da könnte ich heute noch drüber kotzen. Das hat mich alles geärgert, hat mich wirklich sehr, sehr geärgert. Aber damit konnte ich umgehen. Womit ich nicht umgehen konnte und wofür ich auch keine Belege von Wissenschaftlern brauche, was mich tatsächlich fassungslos und wütend macht, das ist die völlige Ignoranz und die vorsätzliche Missachtung gegenüber der 7000-jährigen Geschichte unserer Heimat, gegenüber den besten und fruchtbarsten Ackerböden Europas und gegenüber uns, den Menschen, die für einen sinnlosen, überflüssigen und Menschen- und naturmissachtenden, gottverdammten Tagebau ihre Heimat verlieren. Deren Gemeinschaft gespalten wird und die Menschen, die hier seelisch und körperlich unter diesen Verlusten leiden, erkranken und manchmal auch daran zugrunde gehen. Für mich sind das nicht gerechtfertigte Eingriffe in die Freiheit der Person, in das Grundrecht auf freie Wahl des Wohnortes, in das Grundrecht auf Eigentum und vor allen Dingen in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Das muss ein Ende haben. Es muss einfach Schluss mit dieser Verachtung sein. Unsere Gesellschaft muss in der Lage sein, Schluss mit diesem Unrecht zu machen. Wir haben überhaupt keine andere Alternative. Bislang sind wir vor Gerichten oft gescheitert. Bislang obsiegte meist das RWE. Und ich hoffe, dass das jetzt anders wird. Ich drücke Menschenrecht vor Bergrecht die Daumen, dass sie ihren Prozess gewinnen. Wir haben jetzt eine realistische Chance, diese Heimat zu erhalten. Wir können den hier wohnenden Menschen Schmerz und Leid ersparen. Und wenn wir diese Chance haben, wenn es möglich, ja sinnvoll ist, diese Grundrechtseingriffe nicht zu begehen,
dann ist es geradezu unsere Pflicht, den Tagebau zu verhindern und die weitere Zerstörung und die weitere Schädigung unseres Klimas zu verhindern. Aber ist das nur unsere Bürgerpflicht? Müssen nur wir dafür aufstehen? Müssen nur wir nach Auswegen und Alternativen suchen? Leistet nicht jeder Beamte und jeder Politiker bei seiner Vereidigung auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einen Eid, in dem er auch schwört, Schaden von der Bevölkerung abzuwenden? Diesen Eid, meine Freunde, hat auch die derzeitige Landesregierung unter Armin Laschet geschworen. Armin Laschet war genau vor einem Jahr hier. Er war auf meine Einladung hin zu uns gekommen und hat sich hier mit den Menschen vor Ort unterhalten. Menschen wie Britta und Norbert haben ihm sachlich und sehr prägnant geschildert, was der Tagebau hier vor Ort anrichtet. Wie die Menschen unter ihrem Verlust von Heimat, Wohnhaus und Familie leiden. Armin Laschet war im Haus von Marita. Er hat ihre weinenden Eltern gesehen. Er machte auch einen erschütterten Eindruck. Aber heute nach einem Jahr müssen wir erkennen, dass diese Erschütterung nicht ausgereicht hat, um unsere Landesregierung dazu zu bringen, die notwendige Politik nachhaltig zu ändern. Weiterhin wird hier versucht, die Menschen am Tagebau Garzweiler 2 gegen die Menschen am Hambacher Wald auszuspielen. Sätze wie entweder der Hambacher Wald oder eure Dörfer sollen die Solidarität zwischen den Tagebaubetroffenen aufspalten. Überall wird von staatlicher Seite versucht, den solidarischen Widerstand dieses Landes, der Bürger dieses Landes aufzuspalten und die Gruppen gegeneinander aufzubringen. Das ist nicht richtig und das lassen wir uns auch so nicht gefallen. Wir sind weder extremistisch, wir sind nicht kriminell, wir sind keine Spinner, wir sind nichts von alledem, was die Landesregierung uns vorwirft. Wir sind nur eins. Wir sind uns einig. Einig in dem, was wir fordern und einig in dem, was wir ablehnen. Wir wollen den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohle. Wir wollen den Erhalt von Kainberg, von Kuckum, von Unter- und Oberwestrich und von Berberath. Wir wollen die Energiewende. Wir wollen raus aus der Kohle. Wir wollen keine weitere Vertreibung und wir wollen kein weiteres Leid und wir wollen keinen weiteren Schmerz. Wir wollen, dass alle Verantwortlichen begreifen, dass sauberes und ausreichendes Wasser, dass saubere Luft und unser Klima mehr wert sind als die Aktien von RWE. Es darf nicht sein, dass in einigen Jahren in Deutschland nicht mehr alle Menschen den gleichen Zugang zu sauberem Wasser haben. Es darf nicht sein, dass der auch von uns verursachte Klimawandel die Länder in den südlichen Regionen unbewohnbar macht und den Menschen ihrer Lebensgrundlagen beraubt und zur Flucht treibt. Wohlstand ist nicht nur Geld und Nahrung. Wohlstand beinhaltet auch eine lebenswerte Umwelt und eine solidarische Gemeinschaft. Liebe Freunde, jahrelang haben hier gerade vor Ort ausgerechnet die Politiker der CDU erzählt, die Grünen hätten den Tagebau genehmigt und uns verraten. Aber jetzt, in diesen Tagen und Monaten, ist es die Verweigerungspolitik der CDU in Berlin und Düsseldorf, die diese Region durch ihre Weigerung, den Kohlekompromiss umzusetzen, verrät. Wir brauchen endlich die politische Bereitschaft, die Lebensplanung und die Würde der Menschen hier im Tagebaugebiet zu respektieren und zu achten. Es kann doch nicht so schwer sein, den Kompromiss, den die Vertreter unterschiedlichster Institutionen und Verbände unter einem wahnsinnigen Zeitdruck als Kohlekompromiss erarbeitet haben, den sich vor einem Jahr noch überhaupt keiner vorstellen konnte. Selbst die Industrie drängt ja mittlerweile darauf, diesen Kohlekompromiss endlich umzusetzen. Und Wirtschaftsminister Peter Altmaier macht nichts. Er drückt sich vor der Verantwortung. Die Folgen seiner Untätigkeit sind ihm völlig egal. Und Armin Laschet, der heimliche Kanzlerkandidat der CDU, tut nichts, um die Menschen hier vor Ort zu schützen. Es ist wichtig, dass ihr hier seid. Dass ihr hier hinkommt, aufsteht und verlangt, dass diese Politik und diese Gesellschaft sich verändert. Moment, ich komme zum Schluss. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Blätter durcheinander geschmissen, aber passt. Liebe Freunde, wir können auf Bäume klettern, wenn wir wollen. Wir können demonstrieren, wenn wir möchten.
Wir können Politik machen, egal in welcher demokratischen Partei, aber ohne Faschisten. Ja. Wir können machen, was wir wollen, aber wir sind nicht so wie die auf der anderen Seite. Wir belagern keine Wohnhäuser, wir hetzen nicht anonym im Internet, wir bedrohen niemanden, wir sind im Recht. Und deshalb kommt weiter, bringt eure Familien und Freunde mit, geht friedlich und bunt auf die Straße, werdet aktiv, seid stolz auf das, was wir hier alle gemeinsam machen. Denn wir sind die Guten, wir retten unsere Heimat und wir verändern unser Land zum Besseren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.